Oh. Was denn? Ah, ich wollte es etwas auffälliger gestalten, meinen Panzer. Russen, Briten, Chinesen, okay. Ends kaufens, das ist, glaube ich, das ist ein Trugschluss, dass Booster verflucht sind. Das ist ein Trugschluss, ja. Es kann richtig gut laufen mit Boostern, aber es kann auch extrem schlecht laufen mit Boostern. Das ist völlig egal. Das Problem ist, viele machen sich dann selber Stress. Richtig. Und dann klappt es sowieso nicht. Richtig. Ja, also bei mir ist es so, ich vergesse es meistens, dass ich einen Booster habe und freue mich dann, wenn er dann ja gezündet hat. Ja. So, ich gehe wieder hier oben drauf. Leck mich doch am Arsch, war das knapp eben gerade. Wow. Mhm. Ja, komm, hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Wir müssen nur außen gucken, hier auf der 7er Linie, da können die langfahren, ne? Ja, auch jetzt, komm, Baum. Sag mal, was ist denn? Ist das hier ein Atombaum oder was? Danke. Ja, Squad wäre tatsächlich mal eine Maßnahme, aber ohne in einem Squad zu spielen, funktioniert es nicht. Hey. Da unten stehen welche. Und ich komme natürlich nicht durch. Mit meiner scheiß DM43. Ah, ja, kommt natürlich durch. Hui! Sag halt! Von einer anderen Position. Was denn? Hast du da gerade einen in der Anfahrt weggeklatscht? Mhm. Hat sich angeboten. Jawohl, das Kettenrad, es lässt einen nie im Stich. Ja. Das gute alte Kettenrad. Ach, du schießt darüber. Ah. Ja, ja. Da stehen noch zwei. Drei stehen da sogar. Lul. Nur eine Pussy. Und klick. Och, nö. Danke. Du hast gesagt, da stehen drei. Da habe ich mal reingehalten. So, und der andere hat kein Geschütz mehr. Ja, der links daneben hat auch nichts mehr. Der hat keinen Geschützverschluss mehr. Mhm. Und irgendwer... Vorsicht, hier unten steht einer direkt hier. Ja. Mitbekommen. Ich dreh schon. Hab ihn. Oh, okay. Ich dreh nicht mehr. Nein, da ist noch einer. Wo? Da unten muss noch einer sein. Ja. Zerstört. Sauber. Du geiler Typ. Auf jeden Fall. Bitte, auf jeden Fall. Oh, warte mal. Ach nee, das war... So, Abrams. Ewig, um den zu reparieren. Jo, bis später, Center. Da unten steht ein 2PL. Irgendwas hat hier genebelt. Weißt du, was das ist? Zufällig? Nein. Und hier hinten ist auch Nebel. Für einen Heli. Unserer. Peten. Ja, der fliegt. Und noch ein AH-1G mit dem Baumfeld. Ich treffe halt aber auch nicht, ne? Aber er mich gemüllt. Nicht mich! Oh, scheiße. Ja.
Oh nein, da ist ein GR7 drin. Das ist nicht gut. Oh, brauchst du. Ah, nee. Nee, der hilft mir schon. Dankeschön. Hä, wieso hab ich denn. Bin ich doof? Ich mach gerne irgendwie den Chelly da drüben. Nein, was bin ich denn für eine Hohlbratze? Jetzt. Oh, T80 BVM hat in C. Gesehen. Sein Radkampfwagen platt gemacht. Allerdings weiß ich nicht von wo aus. Ich habe den Schuss nicht gesehen. Geht schon kaputt. Ist da hinten vielleicht? Nee. Ah, hier hinten ist ein BMP. Ja. Ich schätze, dass der da hinten markiert ist bei C2. Ja, das ist der. Der Challenger ist auch noch drin, ne? Okay, Vorsicht, hier unten ist unser Leopard 2 PL geplatzt vom T80 BVM. Oh, ich krieg eine Rakete. Ja. Och Junge, ist das dein Ernst? Er sieht die Rakete eine halbe Stunde auf sich. Da unten, zwei. Ja. Gesehen. Ah, scheiße, Black Knight hat mich. Einen habe ich. Der eine hat einen Bomben. Mhm. In der Deathcam sehe ich die Bomben explodieren, lol. Hab sie beide? Nice. Lol. So, wo war der dich abgeknallt hat? Der ist auf der anderen Seite gewesen. Bei C2 oder 3. Wer war da? War das der T90A oder was? Nee, das war der Ah, Challenger. BVM. Nee, genau, Challenger. Challenger ist da auch wieder. Warte mal. Der Black Knight. Oh, diese. Das wird wurscht. Nein! Zu kurz, viel zu kurz. Bei so einem Nebel kann ich nicht fliegen. Ich. Oh, Black Knight ist raus. Schön, aber wo ist der T80 BVM? Der da drüben noch rumlungert. Was ist der denn? Wo lungert der rum? Der muss irgendwo hier drüben. Ach nein, der steht weiter da hinten, okay. Leute, ich bin gerade über einen feindlichen Heli drüber. Ich bin blöd. Einsicht ist die erste. Ist die erste Weg zu der Besserung. Ja, siehst du. Die Su 2. Und jetzt wastet der sich. Ah, das war die. Wow. Na, ja, war die Kurve wahrscheinlich zu hart. Richtig gut. Richtig gut. Eieieiei. So, brauchen wir was? Brauchen wir was Flakmäßiges, oder? Ja, über unserem Heli spawnen. Ja. Da fliegt ein Heli. Ein gegnerischer. Warte mal, brauche ich hier die Roland 3 oder die VT1? Braucht die VT1, gell? Ja. Nimm eher VT1, ist besser. Signifikant schneller. So. Ich glaube, ich brauche mal links. Ich bin dann noch nie lang gefahren. Oh ja. Das markiert auch mir allerhand. Wo ist der Z10? Also die Raketen kamen aus der Richtung da hinten. Ja, habe ich auch gerade. Habe ich gesehen, ja, deswegen. Kein Radarkontakt. Guck mal. Oh, die Richtschützenansicht von dem LKW ist aber auch echt das allerletzte. Ja, der ist definitiv da hinten. Ja, ja. Ist das? Ja, ich sehe. Ja, ich habe einen Radarkontakt, aber ich kann ihn nicht locken, weil er hinterm Hügel ist.
Aber der Radarkontakt ist hier. Ja, genau. Ich hab's gesehen, den Abschuss der Rakete. Das Dumme ist Den nur, Jet. dass wir trotzdem verlieren. Ja, auch. Ganz halt, Feuer. Rakete kommt. Na komm, triff ihn. Kritisch. Das kannst du nicht ausdenken. Triffst du ihn? Kriegst du ihn? Ich werde beschossen. Muss ich zu. Oh, jetzt ist außerhalb der Reichweite, ernsthaft. Wie ich beschossen werde? Wie von Reichweite, Lul? 6 Kilometer nur, ja, gut, okay. Ach, der ist A wahrscheinlich, oder? Area ist raus. Nee, bei C steht ein Gegner. Bei C? Ja. Aber der kann dich doch Brücke von. Da dort. Wo hast denn du gestanden? Ich. Keine Ahnung. Bei B 3, 4? Der hat über diese Brücke dort geschossen. Kommt. Ja! Heli ist raus. Gut, Runde ist eh durch. Nice. Boah, dieser LKW, ne? Wer sich den Flarakrad ausgedacht hat, der gehört auch geschlagen. Wirklich. Oh, Alter.